Leonie Day. Oh. Oh. Ach, die Waffenruhe ist brüchig genug. Das war definitiv Gift. Und Alcibiades war nicht das einzige Opfer. Ach du Scheiße. Ja, sag ich doch. Das ist eigentlich der perfekte Moment, um die Waffe, um halt wirklich Menschen umzubringen. Das Essen riecht komisch, aber nicht verdorben. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Was ist da? Huh. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Starten wir diesem Priam einen Besuch ab. Einkaufsliste für das Bankett. Diese Einkaufsliste enthält verschiedene Lebensmittel für das Bankett, die Priam besorgen sollte. Aber wenn hier in der Nähe doch schon der Typ ist, ich meine... Das Heiligtum von Olympia. Hier kämpfen die besten Athleten um Ruhm und Ehre. Ich meine, ich kann nochmal Hallo sagen und sagen, dass ich es nicht so schön finde, dass er manipuliert. Ich hoffe, es geht. Ja, okay, jetzt muss ich halt auch nicht mehr kommen. Geh mal weg, danke. Ein Übel weniger auf der Welt. Brief des Weisen an Kalias. Kalias. Tja, jetzt ist er tot. Der Weise ist ein spartanischer König. Der Weise befürchtet, innerhalb des Kults schwach zu wirken. Der Weise will Brasidas tot sehen. Ich bin überlegen, wer das sein könnte. Was ist denn das? Xiphos des Dionysos, okay. Wer könnte das sein? Sagen wir so die, man könnte jetzt sehr stark darauf tippen, dass es eventuell der Ältere ist, da ich die Damos, glaube ich, war das. Weil der halt so wirklich so alt, so typisch alt, ja, alles, früher war alles okay, jetzt können wir es auch machen, blablabla. Und der andere eher so, ja, wir sollen noch ein bisschen mit Konvention vielleicht ein bisschen brechen und bla bla bla. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Es könnte auch der Junge sein, der halt dadurch, dass er mit Konvention brechen möchte. Ich weiß nicht. Hallo. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte, bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Und jetzt tust du, was ich dir sage. Bitte, ich dachte, wir machen sie nur etwas langsamer, weißt du, damit sie verlieren. Ein paar Drachmen gewinnen. Mein Freund Alcibiades könnte bereits tot sein und du redest von Drachmen. Der Goldjunge. Ich war dort. Er hat nicht viel genommen. Wenn du ihm das Gegengift verabreichst, überlebt er. Sag mir, wo es ist. Bestimmt findest du es bei der Festung Koroivos. Ein Mann von dort bezahlte mich. Such da. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Geh, ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Ja, hab Dank. So. Hä? Du wirst nicht gewinnen! Ah!
Ich habe nichts getan. Nördlichen Teil. Also hier will ich sagen. Festung Koribus. Der Boss, Koribus. Entschuldigung. So. Das Pferd braucht wieder Stunden, bis es da ist. Und los geht's. So. Sieht schon echt cool aus, das Pferd. Das ist es nicht. Das da oben ist es. Entschuldigung. So, erstmal. Damit ihm mehr Schaden machen. So. Hoffen wir, dass mich niemand. Vollkommen unauffällig. Ach ja. Scheiße. Kopfgeld, was? Entschuldigung. Dann muss ich erstmal intervenieren. Ja!
überhaupt nicht übertrieben. Kletter noch langsamer. Und sie macht's wirklich. So. Oh oh. Kleine Söldner allein, was? Schau mal, wo ich stehe, schau mal, wo du stehst. Hallo. Wo noch? Ach da. Okay. Was fehlt dir noch? Vorräte und Truhen. Warum? Ach, leck mich doch. Warte. Es reicht mir. Prozess mit dir.
Kletter. Ach da. Hä? So. Freu dich. Du hast Augen gekauft und kannst gucken. Schön. Das hat nicht dazu gehört, schade. Ach, willst du mich verarschen? Das schauen wir mal. Theodoros. Jetzt verstecke ich mich. Ich hoffe, es funktioniert. Ich wage es zu zweifeln, aber ich hoffe es. Zuerst einmal hier. Haben wir das schon mal? Ich hoffe, man weiß, was ich meine, was ich versuche. So. Puh, ich bin immer dran gewesen. Ah!
So. Doch. Entschuldigung. Oh. Hallo? Jetzt hat. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe es. Das wäre so geil. Durch Seemann. Ja. Genau wie ich. Genau das wollte ich. Ja, erwarte die Schafzahnige. Yeah. Geil. Hä? Den habe ich selbst angeworben. Tschüss. Der ist aber noch dabei, oder? Nein. Der auch. Tschüss. Ja. Schön. Ich mache das nur, damit ich die das Ausrufezeichen drüber weg habe, weil das stört mich. So. Währenddessen stirbt, aktiviert es. Nein. Also. 24 Gift, 30 kritisch. 30 kritisch, 24 Gift. Ah, das ist mir lieber, okay. Entschuldigung. Achso, Schuhe. Hä, was noch? Achso, hier oben. Feld des irromantischen Ebers. Das Feld des legendären irromantischen Ebers. Ach, Hyäne, Hirschkuh und Bär, genau. Und Stier. Sonst haben wir alles. Hä? Okay. Jetzt aktiviert es. Das war jetzt nicht im Schnell. Da unten ist Phobos. Zack. Und los. Und weiter. Entschuldigung. So. Hoffentlich haben wir uns nicht viel Zeit gelassen. Ja, wir haben jetzt eine Söldnerin an Bord. Das ist nicht so geil gerade. Ich
bin gewillt zu versuchen, dass ich nur selten auf meinem Schiff habe. Als spezielle Bootsleute. Wäre schon ganz cool. So. Alki, ich komme. Stirb mir nicht weg. Ich hab sonst niemanden mehr zum Bumsen. Entschuldigung. Entschuldigung, falsch, Scheiße. Alki! Hä? Andere Seite vom Haus. Hier ist besser. Alki. Gegengift, hier. Mein Bums-Kompatre. Hier. Ich hab das Gegengift. Wein bitte, um den Geschmack wegzuspülen. Er ist wieder da. Hippokrates wäre beeindruckt. Ich spüre schon, wie meine Kräfte zurückkommen. Steht nicht noch ein letzter Kampf im Pankration aus? Gehen wir. Zum Bumsen oder zum Pankration? Heile mit Weile. Pankration. Sprich mit Paios. Und das war ja noch zu Ende, dann war in Aufnahmepause. Schön, dann habe ich heute. Haben wir heute die beiden. Wahrscheinlich die beiden Dinger fertig gemacht für. Die beiden Könige. Einmal, dass wir Böotien wieder auf unserer Seite geholt haben. Wenn er schon hier ist. Einfach mal kurz mitgenommen. So. Auf zum letzten Kampf. Dein nächster Gegner ist Dorieus. Er behauptet, er stamme von Herakles persönlich ab. Ich bin bereit. Hast du je gegen einen Olympiasieger gekämpft? Ich habe viele Kämpfe ausgetragen und meine Gegner hatten nicht nur Fäuste als Waffen. Lass mich da rein. So, letzter Kampf. Hoffe ich, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Bringen wir es hinter uns. Für Hera. Wir sahen, wie aus einer Unbekannten eine Herausforderin wurde. Und nun sehen wir, wie sie sich gegen den amtierenden Meister schlägt. Dorieus! Doch, es ist schon vorbei. Gewonnen! Nike!
Wow, alle begeistert. Hui, hu, sie hat gewonnen. Die Götter waren gnädig zu ihnen, unseren Helden. Doch es kann nur ein Sieger geben. Sparta! Dir gebührt ewiger Ruhm. Der Kult des Kosmos, ja, schön. Also ich will nicht sagen, aber es war überhaupt nicht schwer. Es war sowas von leicht. Ich glaube, weil ich schon an sich die ganzen Fähigkeiten so hoch getunt habe, dass ich sofort so imbar war. Ups. Ich fühle überhaupt nicht vor. Oh, Trophäe erhalten auf Goldkurs. Griechische Athleten, Pankration-Handschuhe. Pankration. Jo. Das ist eigentlich nur noch Bescheid geben, oder? Ach ne. Ah, ich muss jetzt ist noch das mit der. Hier. Da habe ich eigentlich außer den Nebenquests alles in Elis. Schön. Gut, dann weiß ich, was ich noch zu tun habe. Dann kann ich nochmal bei Boeotien alles machen. Und bei, ja, Elis mache ich noch nicht. Schön. Schiff hier. Ich benutze nicht, keine Angst. An Olympischen Spielen teilzunehmen ist die Krönung einer jeder Athletenkarriere. Aber sie finden nur alle 4 Jahre statt. In der Zwischenzeit gibt es kein besseres Training als auf einem Schiff anzuheuern. Ja, das ist das Gleiche. Nur bei Männern. Das sind Männer des Hökers, mit Anhänger des Ares, Anhängerinnen des Ares. Ja. Barnabas-Mannschaft, Perser, Banditen. Banditen. Ja. Ist ja leicht, also das war für eine gottgleiche Person war das keine Anstrengung. So, zack. Ja. Das war's mal wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben jetzt die beiden Quests der Könige haben abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch unserer Mutter in Arkadien helfen. Dann bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Odyssey. Euer Heavy Man. Ciao.